So, wir laufen hier entlang unserer, ja, Knochenbildfarm, die wir soeben quasi fertiggestellt haben. Aktuell läuft sie auch, das ist richtig cool, das gefällt mir. Ohne dass da Knochenmehl, Knochenmehl, ohne dass hier Cobblestone entsteht. Nein, ich will nicht, nein, ich will nicht. 6 Stück haben wir jetzt drin. Wir haben übrigens mit 10 angefangen. Also wir haben jetzt einfach mal 5 mehr. Wir haben jetzt einfach mal 5 mehr. What the hell? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da muss ich erstmal was trinken. Oh, das wollte ich nicht. Wie bin ich jetzt da runtergekommen? Hier, da zittert schon meine Maus vor. Obwohl ich eine Ultraschallmaus habe. Nein, da ist ein Cobblestone. Wie geht das? Ja, hoffentlich bleibt das nicht so. Moos weg. Und dabei sind wir doch F3 und G in einem Chunk. Wir sind ganz genau in einem Chunk. Oder ist das, wenn ich irgendwie Chunk-Grenze betrete oder nicht betrete? So, das gilt noch herauszufinden. Jetzt gleich wird wieder richtig viel Moos produziert. 9 Stück haben wir wieder. Hier, das macht einfach nur Spaß zuzugucken, ne? Ja, 13 Stück, das wären 24. Ja, das funktioniert. Ich glaube, ich muss hier dieses Ding noch einmal drehen. Dass wir nachher mit dem Ertrag hier langkommen. Komm. Super, das muss ich so drehen einmal. Aber warum bitte die ganze Zeit Kommission gemacht? Nö. Das will ich nicht. So, das heißt, wir müssen von hier schieben. So, dass der gleich auf jeden Fall kein Problem verschwendet, baue ich das gerade ab. So, wir brauchen noch mal kurz einen Hilfsblock. Welchen ist egal. Und einen normalen Pisten. Ne, nicht so, sondern. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich muss den hier auch noch mal versetzen. Kann das sein? Also ich komme nachher mit dem. Genau, ich muss den auf die. Warte mal. Ich muss das nochmal überplanen. Nachdem wir geschlafen haben. Schlafen wir erstmal in der Nacht drüber und dann sehen wir das ja. Gleich. Also wir kommen mit den. Komm. So, jetzt habe ich gut einmal verpasst. Also wir kommen eigentlich hier lang. Das heißt, eigentlich müsste der. Nein. Egal, muss ich mich gleich holen. Auf hier diese Seite. Und zwar der Dispenser.
Das heißt, das geht so. Und dann brauchen wir nochmal ein paar Rotsteins. Hey, hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Dir gefällt das Video, dann lass doch einfach eine positive Bewertung da unter dem Video. Oder kannst auch gerade einen Kommentar schreiben. Oder wenn dir der ganze Kanal gefällt, dann lass doch einfach ein Abo da. Das ist gar nicht schwer, du musst einfach nur runterscrollen und auf Abonnieren drücken. Und dann kannst du alle Videos von mir angucken und verpasst keins mehr. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade, bekommst du eine kleine Mitteilung. Und dann kannst du dich schon mal gespannt an die Folge setzen. Dankeschön. So, und wir holen uns gerade mal ganz kurz hier unser Zeug hier raus. Jo. Und schmeißen hier Knochen mehr rein. Mal gucken, ob der funktioniert. Ja, guck mal, es reicht sogar. Das bedeutet, hier kommt nachher ein Pisten rein. Und der kommt so. Das ist nämlich nachher unsere Input-Line. Und dann können wir ja theoretisch gesehen von hier abbauen. Das bedeutet nicht der Dropper, sondern der nicht klebrige Kolben. Der wieder texturisch ein bisschen doof ist. So, das heißt, wir detektieren. Einmal so. Wo haben wir denn den? Observer, so. Ach, ich will doch nicht runterfallen. Ich will doch hier oben wieder drauf. So, das weg. Das heißt, der bepowert einen Sticky Pisten. Der wiederum einen bepowert, und zwar nee, nicht einen Stein, sondern so ein. Und jetzt müsste das funktionieren. Wenn der gleich aktiviert wird. Wenn das gleich aktiviert wird, dann geht das. Aber irgendwas passt hier mit dem Timing nicht. Ich glaube, ich muss den auf 2 stellen. Wobei der ja nichts mit dem zu tun hat, aber. Hier kommt nämlich schon wieder ein Cobblestone. Muss man das verstehen? Diese schönen, wunderbaren Perfektionssachen sind immer wieder schwierig. So, was haben wir denn jetzt? So, 35. 37. So, das ist jetzt eigentlich, ist es halt versuchen und scheitern zu gucken, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Und wie muss ich das Timing verändern, dass es geht? Aber das würde ich sagen, müssen wir halt ausprobieren. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es gefallen hat, lasst noch eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis dann. Ciao, Leute.